Hallo und willkommen bei Conscious TV. Mein Name ist Ian McNay und heute habe ich Bruce Lipton als Gast im Studio. Hallo Bruce. Hallo und vielen Dank für die Möglichkeit, hier zu sein. Bruce hat ein Buch geschrieben, das bereits vor 5 Jahren erschienen ist. Der Titel des Buchs ist Intelligente Zellen, wie Erfahrungen unsere Gene steuern. Und er hat vor kurzem ein weiteres Buch geschrieben, von dem ich das Hörbuch habe. Und das zweite Buch heißt Spontane Evolution. Wir werden in diesem Interview mit Bruce über seinen Werdegang als Biologieprofessor sprechen und wie er dadurch zu gewissen Erkenntnissen darüber gelangt ist, wie unser Körper und das Leben an sich funktioniert. Fangen wir doch erstmal mit einer Erfahrung an, die du im Alter von 7 Jahren gemacht hast. Damals hast du in der Schule zum ersten Mal durch ein Mikroskop geschaut. Und diese Erfahrung war der Beginn einer tiefgründigen Veränderung in deinem Leben, oder? Das war echt eine tiefgreifende Veränderung in meinem Leben. Damals war ich ein kleines Kind von 7 Jahren und alles in der Welt schien viel größer zu sein als ich. Als ich damals zum ersten Mal durch ein Mikroskop schaute und sich da eine Amöbe und ein Kartoffeltierchen herumbewegten, da hat mein kindlicher Verstand realisiert, Mensch, das sind ja gar keine leblosen Kugeln, sondern diese Wesen bewegen sich ganz gezielt umher. Und das sind eher sowas wie kleine Menschen. Ich fand das Ganze extrem faszinierend, denn da war eine Welt, die kleiner war als ich selbst. Und als kleines Kind war die Vorstellung, in eine andere Welt blicken zu können, etwas sehr Spannendes. Auch wenn ich damals nur 7 Jahre alt war, wurde dadurch der Grundstein für mein Interesse an Biologie und Mikroskopie gelegt. Das führte schließlich dazu, dass ich irgendwann an der Universität mit Elektronenmikroskopen gearbeitet habe. Und deine Mutter kaufte dir damals dein eigenes Mikroskop, damit du experimentieren konntest? Ja, als kleines Kind faszinierte mich das Ganze so sehr, dass ich einen ganzen Sommer lang versucht habe, mit einem Fotoapparat das festzuhalten, was ich durch das Mikroskop sah. Obwohl ich es durch das Okular sehen konnte, klappte das mit dem Fotografieren erst, nachdem ich ein paar hundert Dollar an Fotomaterial verschossen hatte und schließlich ein richtiges Mikroskop bekam. Ich wollte damals unbedingt diese Bilder im Mikroskop festhalten und studieren. Letztendlich wurdest du dann Biologieprofessor. Was hast du dadurch gelernt? Zunächst mal wurde ich Zellbiologe und untersuchte die Entwicklung von Zellen. Im Rahmen meiner Forschung klonte ich Stammzellen. Und das ist interessant, denn die meisten denken, das Klonen von Stammzellen wäre etwas relativ Neues. Dabei machte ich das schon im Jahr 1967. Während ich diese Forschung betrieb, unterrichtete ich parallel Medizinstudenten an der Uni. Einerseits brachte ich den Studenten also bei, wie Zellen funktionieren, alles nach damaliger Lehrmeinung des genetischen Determinismus, also Gene kontrollieren das Zellwachstum, die Charakterzüge und das Verhalten. Meine Forschung mit Stammzellen hingegen brachte diese wirklich bahnbrechenden Ergebnisse zutage. Ich hatte eine Stammzelle alleine in einer Petrischale und die Zelle teilte sich alle 10 bis 12 Stunden. Nach ein paar Wochen hatte ich also tausende Zellen, aber was wesentlich war, all diese Zellen waren genetisch identisch. Das eigentliche Experiment war dann, einige dieser identischen Zellen in eine andere Petrischale mit einem anderen Nährboden zu geben. Dieser Nährboden ist damit vergleichbar, was für uns unsere Umwelt darstellt, also Luft, Wasser, Essen und so weiter. Ich nahm also die Zellen aus der ursprünglichen Schale, gab sie auf einen anderen Nährboden und sie entwickelten sich dort zu Muskelzellen. Dann nahm ich ein paar weitere identische Zellen, gab sie auf einen anderen Nährboden und dort entwickelten sie sich zu Knochenzellen. Ich wiederholte das Ganze dann nochmal, wieder mit einem anderen Nährboden und dort entwickelten sich die Zellen zu Fettzellen. Da stand ich dann also vor dem Ergebnis, dass genetisch identische Zellen sich abhängig von Umfeldeinflüssen zu Muskel-, Knochen- und Fettzellen entwickelten. Die Frage, die sich natürlich stellt, ist, was bestimmt das Schicksal dieser Zellen? Und die Antwort ist ihre Umwelt. Denn der Nährboden stellte den einzigen Unterschied dar. Die Zellen waren alle genetisch identisch. Einerseits brachte ich also den Medizinstudenten bei, Gene kontrollieren das Leben, und meine Zellforschung zeigte mir, dass die Zellentwicklung nicht von Genen, sondern von ihrem Umfeld abhängt. Wenn wir bei einem Versuch also gesunde Zellen in ein ungesünderes Umfeld geben, dann beobachtet man sehr schnell, dass die Zellen krank werden.
Als Arzt für Zellen würde man sich in dieser Situation natürlich fragen, welche Medizin könnte man den Zellen geben, damit sie wieder gesund werden? Aber die Lösung liegt nicht in irgendeiner Medizin, sondern man nimmt einfach die Zellen aus dem ungesunden Umfeld und gibt sie in ein gesundes Umfeld. Dann werden sie von alleine wieder gesund. Welche Auswirkungen hatte diese Erkenntnis damals auf dein Leben? Denn die Ergebnisse deiner Experimente widersprachen ja dem, was du den Medizinstudenten beigebracht hast. Ja, klar war das ein Problem für mich. Außerdem zweifelten meine Kollegen meine Forschungsergebnisse an, bis ich sie dann die Experimente selber durchführen ließ. Daraufhin gaben sie zwar zu, dass das Umfeld das Zellwachstum bestimmt, aber sie stellten das Ganze als Anomalie dar, denn es widersprach schließlich der gängigen Lehrmeinung. Letzten Endes führte die Konfrontation dazu, dass ich, obwohl ich damals unkündbar war, meine Position als Biologieprofessor aufgegeben habe. Denn ich konnte mir dort nicht meine Integrität bewahren und weiterhin Wissen lehren, von dem mir klar war, dass es nicht stimmt. Den Studenten beizubringen, dass allein die Gene das Zellwachstum bestimmen, war vollkommen falsch. Meine Kündigung liegt nun 40 Jahre zurück und eine neue Wissenschaftsdisziplin, die sich gerade durchsetzt, heißt Epigenetik. Damals lehrte ich genetische Kontrolle, also dass Gene das Zellwachstum steuern, aber inzwischen hat man dazugelernt und die Epigenetik entdeckt. Die Vorsilbe Epi bedeutet über. Die oberste Hautschicht zum Beispiel nennt man Epidermis. Wenn man von Epigenetik spricht, meint man also eine Form von Kontrolle, die über der Gene liegt. If I say epigenetic control, literally it says control above the genes. Epigenetik ist also die neue Wissenschaft, aber wieso ist das so bahnbrechend? Wenn man genetische Kontrolle lehrt, macht man uns zum Opfer der Gene. Wir konnten uns unsere Gene nicht aussuchen. Gene kontrollieren alles und wir können sie nicht verändern. Somit wird man zum Opfer von Vererbung. Die neue Wissenschaft der Epigenetik hingegen lehrt uns, dass wir durch eine Veränderung unserer Reaktion auf die Umwelt auch das Schicksal unserer Zellen verändern können. Dadurch wird man zum eigenen Herr im Haus. Und man hat selbst die Möglichkeit, die eigene Wahrnehmung der Umwelt zu verändern und somit selbst die eigenen Gene zu kontrollieren. Aber es hat eine Weile gedauert, bis du diese Einsichten in dein eigenes Leben integrieren konntest. Denn in deinem Buch Intelligente Zellen schreibst du von einer unglücklichen Lebensphase. Dein Vater starb an Krebs und die Scheidung von deiner Frau war eine ziemliche Schlammschlacht, weshalb du sehr unglücklich warst. Damals dachtest du, vielleicht hast du ja doch sowas wie unglückliche Gene. Und es dauerte etwas, bis du gemerkt hast, dass du deine wissenschaftlichen Erkenntnisse in dein eigenes Leben einbringen kannst. Damals war ich noch von meinen alten, unbewussten Überzeugungen programmiert, die aus meiner Kindheit stammten und die genetische Kontrolle als Tatsache ansahen. Zu dieser Zeit begann ich, über meine Erkenntnisse zu dieser neuen Wissenschaft zu sprechen und dass man durch bessere Überzeugungen das eigene Leben verändern kann. Einige der Zuschauer damals schauten mich etwas schräg an und sagten sowas wie, für jemand, der dieses Zeug lehrt, von wegen, du kannst dein Leben durch bessere Überzeugungen verändern, sieht dein eigenes Leben aber nicht gerade toll aus. Damals hätte ich denen beinahe so etwas geantwortet wie, handel sie so, wie ich es sage und nicht, wie ich es selbst vormache. Das war der Wendepunkt, wo mir klar wurde, ich kann über diese Themen nicht nur auf intellektueller Ebene sprechen. Ich muss die Prinzipien, die hinter dieser neuen Wissenschaft stehen, in mein eigenes Leben einbringen. Deshalb nahm ich mir vor, ich werde nichts mehr lehren, was sich nicht in meinem eigenen Leben als praktikabel und hilfreich erwiesen hat. Es hat damals nur kurze Zeit gedauert, bis sich durch die Veränderung meiner Überzeugung tiefgreifende positive Veränderungen in meinem Leben einstellten. Allein durch meine veränderte Wahrnehmung der Welt konnte ich nicht nur mein eigenes Verhalten ändern, sondern das Ganze hatte auch Auswirkungen auf das Verhalten meines Umfelds. Ich verwandelte also meine Welt, die sich eher in Richtung Selbstzerstörung entwickelte, in eine Welt, die ich bewusst beherrschen konnte. Man könnte fast sagen, ich lebe seitdem im Himmel. Lass uns mal ganz konkret anschauen, wie du diese Veränderung umgesetzt hast. Was genau hast du gemacht? Die Forschungsergebnisse zeigen, dass sich unsere Wahrnehmung der Welt auf die Biologie und Chemie unserer Körperfunktion auswirkt. Und das verändert wiederum unsere Zellen. Durch bessere Kontrolle unseres Verstandes können wir also unsere Körperfunktionen verbessern. Das Problem dabei ist allerdings, dass unser Verstand aus zwei Teilen besteht.
Den bewussten Verstand, durch den sich unsere Persönlichkeit und unser Geist ausdrückt, das ist der kreative Teil des Verstandes, der die Zukunft abschätzen, die Vergangenheit Revue passieren lassen und Probleme lösen kann. Der zweite Teil unseres Verstandes ist unser Unterbewusstsein. Dieser Teil ist für unsere Gewohnheiten zuständig. Er lernt häufig wiederholte Verhaltensmuster. Die meisten Menschen glauben, dass sie ihr Leben rein mit dem kreativen, bewussten Verstand erschaffen und dass es die Glaubenssätze des bewussten Verstandes sind, die zählen. Forschungsergebnisse aus den letzten Jahren hingegen haben gezeigt, dass maximal 5% unseres Verhaltens auf dem bewussten Verstand basiert. Unser Leben wird also von unbewussten Programmen bestimmt? Ja, die machen 95% aus. Dann muss man sich natürlich fragen, woher kommen denn diese unbewussten Programme? Man hat herausgefunden, dass sich unser Gehirn in den ersten 6 Lebensjahren in einer Art hypnotischem Dauerzustand befindet. Die EEG-Wellen eines Kindes unter 6 Jahren erreichen also nicht einmal den Bereich, der bei Erwachsenen als bewusst eingestuft wird. Die ersten 6 Lebensjahre befindet sich das Gehirn eines Kindes im Theta-Wellenbereich, das entspricht 4 bis 8 Hertz und gleicht einer hypnotischen Trance. Für diese 6 Jahre ist man also wie eine Fernsehkamera, die alle Beobachtungen im Umfeld aufzeichnet und dadurch werden die unbewussten Überzeugungen geformt. Man übernimmt also die fundamentalen Glaubenssätze und Einstellungen des Umfelds, speziell natürlich die der Eltern und der Familie. Die Jesuiten wussten das und sagten deshalb, gib mir ein Kind für die ersten 6 oder 7 Lebensjahre und es wird für den Rest seines Lebens dem Jesuitenorden angehören. Den Jesuiten war klar, dass die ersten 6 Jahre die Zeit zur Programmierung des Verstandes sind und was man in dieser Zeit lernt, bleibt für den Rest des Lebens erhalten. Deswegen sagten die Jesuiten, gebt uns die Kinder für die ersten 6 Jahre. Und sie hatten recht. In den ersten 6 Jahren erfolgt die Programmierung des Verstands durch das Umfeld. Nachdem du das verstanden hattest, warst du also in der Lage, Verhaltensmuster und unbewusste Überzeugungen in deinem eigenen Leben zu identifizieren und du hast dir gesagt, ich werde mich nicht länger von diesen alten Programmen kontrollieren lassen und ich werde mein Leben ab jetzt bewusster leben. Oder ist das zu vereinfacht ausgedrückt? Naja, zu erkennen, wie das Ganze funktioniert, ist das eine. Die Umsetzung dieses Wissens im eigenen Leben ist etwas völlig anderes. Das eigene Denken zu ändern, ist alles andere als leicht, denn unsere Gedanken stehen nicht völlig unter unserer Kontrolle, denn das Gehirn arbeitet zu 95% auf unbewussten Programmen. Aber wie hast du denn in so kurzer Zeit erfolgreiche Veränderungen erzielt? Zunächst mal geht es darum zu verstehen, wie unser Unterbewusstsein lernt. Der bewusste Verstand kann etwas lernen, indem er ein Buch liest. Wenn man zum Beispiel ein Selbsthilfebuch liest, sagt man sich vielleicht, ja, das sind ja coole Erkenntnisse. Aber wenn man dann das eigene Leben betrachtet, hat sich nichts verändert. Wieso? Weil das Unterbewusstsein auf Gewohnheiten basiert. Es lernt nur Dinge, die man regelmäßig wiederholt. Psychologen haben herausgefunden, dass 70% aller Gedanken, die uns durch den Kopf sausen, negative und redundante Gedanken sind. Wenn man sich diese negativen Gedanken bewusst macht und sobald man sich etwas denken hört wie, ach, das wird doch sowieso nichts, das geht eh schief, dann muss man diesen Gedankengang bewusst stoppen und sich sagen, halt, ich werde diese Überzeugung prüfen und durch eine positivere ersetzen. Wenn man das regelmäßig macht und wiederholt, dann beginnt das Unterbewusstsein, diese neuen Überzeugungen zu lernen. Es geht dabei um permanentes, bewusstes Beobachten der eigenen Gedanken. Viele Menschen fragen, wieso stammen nur 5% der Gedanken vom bewussten Verstand und 95% vom Unterbewusstsein? Nun, der bewusste Verstand ist zur Problemlösung da. Er kann über die Zukunft und die Vergangenheit nachdenken. Wenn man den bewussten Verstand aber gerade zum Denken benutzt, wer kontrolliert denn eigentlich die eigenen Handlungen in diesem Moment? Die Antwort ist, wenn man nicht aufpasst und gerade darüber nachdenkt, was man morgen alles erledigen muss, dann werden in diesem Moment die Handlungen vom Unterbewusstsein kontrolliert. Du hast gemeint, man muss gegenwärtig sein. Es geht also darum, aufmerksam zu sein und zu beobachten, was im eigenen Verstand vor sich geht. Wenn man dabei eine automatische Reaktion beobachtet, dann sagt man sich, stopp, so nicht. Das ist ein altes Muster. Und dann sucht man nach einem besseren Ansatz. Genau, und man muss das Ganze regelmäßig wiederholen. Wenn man gestern sauer auf sich selbst war, weil man sich bei einem solchen alten Gedankenmuster erwischt hat und heute erwischt man sich erneut bei demselben Gedankenmuster, dann geben einige Menschen einfach frustriert auf. Aber es geht hier um eine Gewohnheit und die zu verändern braucht Zeit. Zum Glück gibt es inzwischen eine Reihe von Heilmethoden, mit deren Hilfe man unterbewusste Überzeugungen viel schneller umprogrammieren kann.
trotzdem bedeutet das Ganze oft harte Arbeit an sich selbst, denn man muss gegenwärtig sein. Und das ist bei der ganzen Informationsüberflutung und dem hektischen Leben, das wir führen, gar nicht so leicht. Denn der bewusste Verstand ist permanent mit dem Nachdenken über die ganzen akuten Probleme beschäftigt. Und das wiederum bedeutet, dass unser Unterbewusstsein die Kontrolle über unsere Handlungen übernimmt. Ich erzähle dazu manchmal eine Geschichte, die jeder von uns schon mal erlebt hat. Wenn man einen guten Freund trifft und man kennt sowohl diesen Freund als auch seine Eltern, dann fallen einem oft ähnliche Verhaltensmuster bei diesem Freund und bei seinen Eltern auf. Wenn man dann in einem Nebensatz etwas fallen lässt wie, weißt du, Bill, du bist genauso wie dein Vater, dann sollte man in diesem Moment etwas auf Abstand gehen, denn Bill wird dann ausflippen und sagen, wie kannst du behaupten, dass ich genauso wie mein Vater bin? Es gibt zwei wichtige Lehren aus dieser Geschichte. Alle anderen konnten die Ähnlichkeit zwischen Bill und seinem Vater sehen, denn Bills Verstand wurde durch die Verhaltensbeobachtung seines Vaters in der Kindheit programmiert. Für alle anderen war das ähnliche Verhalten vollkommen offensichtlich, aber Bill selbst konnte das nicht wahrnehmen. Und die zweite wichtige Lehre ist, wir sind alle wie Bill, denn wir verfügen alle über diese unterbewussten Programme, aber wir sind blind dafür. Und nicht nur das, selbst wenn man uns direkt darauf hinweist, streiten wir das Verhalten ab. Wir nehmen unser eigenes Verhalten nämlich nicht wahr, deshalb heißt es ja unterbewusst. In deinem Buch schreibst du, damals war ich jemand, der einfach nur anders und nicht ich selbst sein wollte. Aber ich entwickelte mich zum glücklichsten Menschen auf der Welt. Du hast also wirklich gezeigt, dass das Ganze funktionieren kann. Ja, das musste ich auch. Denn wie vorhin gesagt, anfangs sprach ich über diese Themen rein auf intellektueller Ebene. Und meine eigenen unterbewussten Überzeugungen waren noch unverändert. Trotz dieses wunderbaren Wissens war mein eigenes Leben noch eine mittlere Katastrophe. Wenn ich darüber nachgedacht habe, wer ich gerne wäre, dann fielen mir tausend andere Menschen ein. Ich wollte nur nicht mehr ich selbst sein. Als ich dann aber angefangen habe, dieses neue Wissen anzuwenden, um meine limitierenden und entmachtenden Überzeugungen, die ich von meinen Eltern und von meinem Umfeld erhalten hatte, durch hilfreichere Überzeugungen zu ersetzen, da verwandelte sich mein ganzes Leben. Es geschahen all diese wunderbaren Dinge und ich bin jetzt seit 20 Jahren nicht mehr krank gewesen und ich nehme auch keinerlei Medikamente. Wozu auch? Die meisten Krankheiten werden von dem Stress ausgelöst, der entsteht, wenn man nicht in Harmonie mit sich selbst lebt. Wenn man aber die limitierenden Überzeugungen aus der Kindheit umprogrammiert, dann verwandelt sich das ganze Leben zum Positiven. Aber wenn man Menschen sagt, hey, sie erschaffen ihre eigenen Lebensumstände, dann schauen die sich verlegen um und sagen, aber dafür will ich gar nicht die Verantwortung übernehmen. Wenn man Menschen jedoch klar macht, dass sie sich wegen ihrer unbewussten Glaubenssätze nicht darüber bewusst waren, dass sie ihre eigenen Lebensumstände erzeugen, dann können sie das alles verändern. Wenn man zum Beispiel mit jemandem spricht, der mal Hals über Kopf verliebt war, dann lässt man ihn sich in diesen Moment zurückversetzen. Man fragt dann, warst du damals gesund? Ja, klar. Und hattest du damals genug Lebensenergie? Ja, klar. Wir haben uns tagelang geliebt, ohne überhaupt was zu essen. Und wie war dein Leben damals? Es war so aufregend. Und dann frage ich, und war das zu diesem Zeitpunkt nicht wie im Himmel zu leben? Und die Antwort ist, ja, das stimmt. Das Ganze war aber kein Zufall. Die Umstände wurden gezielt herbeigeführt. Der wesentliche Unterschied zwischen dem normalen Leben und solchen besonderen Momenten ist, dass man in ihnen besonders bewusst lebt und nicht auf die Gewohnheitsmuster des Unterbewusstseins zurückfällt. Wenn man jemanden fragt, wie lange dauert es normalerweise, um dich für ein Date einzukleiden? Naja, vielleicht 15 Minuten. Okay, und wie lange hat das Einkleiden gedauert, als du dich mit der Liebe deines Lebens getroffen hast? Naja, das waren vielleicht 2 Stunden. Gestern hat es 15 Minuten gedauert, heute 2 Stunden. Was war der Unterschied? Gestern wurde man von den Gewohnheitsprogrammen eingekleidet. Heute macht man es vollkommen bewusst. Ich handle vollkommen bewusst. Ich schaue in den Spiegel und stelle sicher, dass ich mich von meiner besten Seite zeige. Wenn beide Verliebten aber ihre Gewohnheiten beiseite lassen und vollkommen bewusst handeln, dann leben beide im Jetzt. Sie sind aufmerksam und gegenwärtig und in solchen Momenten erschafft man den Himmel auf Erden. Leider meldet sich dann allzu schnell das Alltagsleben zurück. Heaven on earth is created, but unfortunately life gets busy. Und in solchen Momenten stellt man auch eine echte zwischenmenschliche Verbindung her, was heutzutage eher selten geworden ist. Wieso ist das Ganze so wichtig? Es geht darum zu verstehen, dass man diesen wunderbaren Moment selbst erschaffen hat und dass man das jederzeit wiederholen kann, wenn man nur lernt, nicht in alte Verhaltensmuster zurückzuverfallen. Eine Sache aus deinem Buch fand ich wirklich faszinierend. Wir haben alle über 50 Billionen Zellen in unserem Körper und jede Zelle ist autark.
Jede Zelle hat ihr eigenes Gedächtnis und Immunsystem. Und du schreibst auch in deinem Buch, dass es 2,7 Milliarden Jahre lang nur ein Zelle auf der Erde gab. Ja, damals gerieten die Einzeller an die Grenze ihrer physikalischen Möglichkeit zur Weiterentwicklung. Denn die Intelligenz der Zellen ist auf die Größe der Oberfläche der Zellmembran limitiert. Die Evolution schien deshalb an einem Endpunkt angekommen zu sein. Aber dann schlossen sich die einzelnen Zellen zu Verbänden von Zellen zusammen. Wenn Zellen sich zusammenschließen, können sie ihre Intelligenz miteinander teilen und deshalb erhöht sich das Bewusstsein der Zellen. 10 oder 1 Million oder 1 Milliarde Zellen zusammen verfügen über mehr Intelligenz als jede einzelne Zelle für sich alleine betrachtet. Wenn wir uns Menschen betrachten, dann sind wir aus 50 Billionen Zellen zusammengesetzt und unser Körper stellt einen gigantischen Zellverbund dar. Das Spannende daran hat sich bei meiner Forschung mit Stammzellen gezeigt. Wenn ich eine Zelle aus meinem Körper entnehme, dann kann sie auch eine Weile alleine weiterleben. Denn was der Körper im Großen darstellt, kann die Zelle auch autark für sich alleine. Meine kindliche Vorstellung von Zellen als kleinen Menschen hat sich in gewisser Weise bewahrheitet. Nur bei Menschen ist zu berücksichtigen, dass wir zwar aus 50 Billionen Zellen bestehen, die harmonisch zusammenleben, aber unser Verstand stellt die Regierung des Körpers dar. Wenn eine Regierung harmonisch mit der Bevölkerung zusammenarbeitet, dann gedeiht die Bevölkerung, sie ist gesund, glücklich und wächst. Wenn die Regierung hingegen nicht harmonisch mit der Bevölkerung zusammenarbeitet, dann kann das dazu führen, dass diese Gesellschaft sich selbst zerstört. Was wir langsam beginnen zu verstehen, ist, dass unser Verstand die Regierung unseres Körpers darstellt. Wenn wir in Harmonie mit unserem Umfeld und der Natur leben, dann versorgen wir unsere 50 Billionen Zellen mit positiven Informationen durch unsere Körperchemie. Harmonie bedeutet also, den Körper mit guten Nahrungsmitteln zu versorgen, kein stressreiches Leben zu führen und in einem glücklichen Umfeld zu leben? Ja, das ist wie mit der Zellkultur, die ich von einem gesunden Umfeld in ein ungesundes Umfeld verfrachte. Da werden die Zellen krank. Es bringt nichts, den Zellen dann Medikamente zu geben, sondern muss die Zellen aus dem ungesunden Umfeld wieder in ein gesundes Umfeld verlagern. An dieser Stelle führe ich oft den Vergleich an, dass wir im Grunde von Haut überzogene Petrischalen sind. Unter unserer Haut leben 50 Billionen Zellen und unser Blut bildet den Nährboden dieser Zellen. Wenn ich den Nährboden einer Petrischale verändere, verändere ich automatisch das Schicksal der Zellen. Bei unserem Körper ist das genauso. Durch meine Gedanken beeinflusse ich mein Gehirn und das Gehirn wiederum bestimmt die Körperchemie im Blutkreislauf. Wenn ich also negative Gedanken denke, weil ich gestresst bin oder ich Angst vor der Welt habe, dann verfüge ich über eine andere Körperchemie im Blutkreislauf, wie wenn ich zum Beispiel verliebt bin. Man muss nur mal Menschen fragen, wie sie sich fühlen, wenn sie Hals über Kopf verliebt sind, im Vergleich dazu, wenn sie total verängstigt sind. Da fühlt man sich vollkommen unterschiedlich, denn alle Zellen schwimmen in einem Bad vollkommen unterschiedlicher Körperchemie. Das Gefühl von Liebe führt zu einer Körperchemie, die zu Wachstum und Heilung anregt und das Immunsystem unterstützt. Wenn wir hingegen Gründe dafür sehen, verängstigt zu sein, dann schütten wir Stresshormone aus, die den Wachstumsprozess und das Immunsystem stoppen, um Energie zu sparen. Wieso? Weil man in einer Situation, wo man vor einer externen Bedrohung flüchten muss, alle Energie zur Flucht zur Verfügung haben muss. Ein Mensch, der unter Stress steht, reserviert alle Körperenergie für eine Flucht- oder Angriffsreaktion. Das geschieht aber auf Kosten von Gesundheit und Immunsystem. Umso mehr man unter Stress steht, umso schlechter ist die Körperchemie. In unserem Evolutionsprozess war Stress oder Angst nicht der Normalzustand im Leben. Der Normalzustand war, glücklich zu sein und in Harmonie mit dem Umfeld zu leben. Ab und an traf man auf einen Tiger und dann ging es darum, eine Stressreaktion auszulösen und schnell wegzurennen. Sobald man dem Tiger entkommen war, galt es wieder, gesund und glücklich zu leben. Aber wie sieht das in unserer heutigen modernen Welt aus? Heute rennen wir 24 Stunden am Tag vor irgendwelchen Bedrohungen weg. Das ist aber biologisch nicht aufrechtzuerhalten, denn die Chemie einer Schutzreaktion steht im Kontrast zur Chemie von Gesundheit und Wachstum. Contrast with the chemistry of growth.